Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Narzisstische Persönlichkeiten im Berufsalltag. Jeder kennt es, mit einem Kollegen oder auch mit einer Kollegin, aber eigentlich mehrheitlich mit Kollegen, muss man zusammenarbeiten, die sich ständig aufblustern, die sich ständig wichtig machen, die immer glauben, sie sind die Besten, Größten und Schönsten und sie wissen alles. Und wie stellt man sich jetzt zu ihnen? Gibt man ihnen Kontra, dann hat man dauernd Diskussionen, dann ist es dauernd unangenehm, dann hat man dauernd das Gefühl, man muss eigentlich kämpfen, um normal seinen Job machen zu können. Wenn man sich aber zurückzieht, wird dieser Kollege immer noch größer, immer noch wichtiger und glaubt, er hat wirklich das Sagen und ist so der geheime Chef, obwohl er gar nicht der Chef ist. Wenn es so ist, dass sie merken, sie werden immer wieder von gleichwertigen Kollegen unterdrückt und immer wieder so, dass sie das Gefühl haben, sie müssen ständig dagegen kämpfen, hilft es zum Beispiel, wenn sie diesem Kollegen ganz bewusst die Grenzen setzen und ihm ganz bewusst sagen, ich möchte meinen Teil hier für mich haben und ich möchte nicht, dass du oder sie sich da einmischen. Es wird Konfrontation kommen, es wird sofort eine beleidigte Reaktion kommen. Es kann sein, dass sogar noch mehr Energie von diesem narzisstischen Kollegen kommt, dass er sich sofort in den Vordergrund stellen will und beweisen will, dass er sehr wohl das Recht hat dazu, dass es notwendig ist, dass sie das nicht können etc. Und dann geht es auch ganz stark darum, klar zu bleiben und innerlich zu sagen, ich möchte, dass ich meine Arbeit in Ruhe alleine tun kann und das ist deine Arbeit und das ist meine Arbeit. Je klarer sie das sind und je konsequenter, desto leichter tun sie sich dann auch, um dann eine Ruhe zu haben. Wenn sie nämlich nachgeben, wenn sie ihm ständig hineinreden lassen, dann hat er das Gefühl, er hat das Recht hineinzureden und es ist normal hineinzureden und es ist eh in Ordnung, dass er hineinredet. Damit schaffen sie dann eine Selbstverständlichkeit für ihn, dass er eben ständig hineinreden kann. Und das ganz Entscheidende ist, dass sie ihm das nicht gewähren, auch wenn es schwer ist. Wenn sie sich das nicht trauen oder wenn sie das Gefühl haben, ich kann dem nicht irgendwie entgegenwirken, weil der ist so stark, der ist so kräftig, der ist so wortgewaltig, ist der Freund vom Chef und so weiter, also 1000 Gründe, warum ich das nicht tun kann, dann würde ich mir Hilfe holen von anderen Kollegen, die mich unterstützen und die auch sagen, ja, das ist jetzt die Aufgabe von mir und er soll seine anderen Aufgaben machen. Also das heißt, wenn man zu mehr, das ist es leichter. Es kann aber auch sein, dass er dann erst recht zur Hochform aufläuft und erst recht eben einer gegen alle dann versucht, sich doch durchzusetzen. Am besten ist es, sie können sich von ihm distanzieren und gehen ihren eigenen Weg, versuchen das auch mit ihrem Vorgesetzten zu besprechen, dass sie mit diesem Kollegen nicht zusammenarbeiten wollen. Wenn das geht, wäre das Einfachste. Wenn das nicht geht, bleibt ihnen nur über, immer wieder die Konfrontation auszuhalten und durchzuhalten. Weil wenn sie es nicht durchhalten und er fährt dreimal gegen sie und hat dann gewonnen, hat er wieder dasselbe erreicht, hat keine Energie verloren. Für sie ist es wirklich mühsam, dass sie echt merken, ich verliere die Lust an der Arbeit, es ist einfach nur schwierig. Und das macht es dann wirklich schwer. Wenn der Chef Narzisst ist, was ja auch sehr häufig vorkommt, dann geht es darum, dass man lernt, mit diesem narzisstischen Chef umzugehen. Er ist der Vorgesetzte, er kann Dinge anschaffen, er gefällt sich darin, großartig zu sein. Das ist eben auch das Hauptthema des Narzissten. Und ich als Mitarbeiter kann dann eigentlich nichts anderes tun, als meine Arbeit gut zu machen und ihm eben so weit auch die Dinge auch zu bringen, dass er zufrieden ist. Was ich aber nicht tun darf, ist ihn narzisstisch anfüttern, weil je mehr ich ihn narzisstisch anfütter, desto mehr wird er versuchen, mich auszusaugen und desto mehr wird er versuchen, alles von mir zu erwarten und noch mehr auszupressen, weil er merkt, ich bin erpressbar, ich bin von ihm abhängig, ich habe Angst vor ihm und ich bin der von ihm zittert.
der vor ihm zittert. Und das ist eben das, was der sofort heraus hat und wo er dann sofort in die Richtung noch stärker reingeht. Daher ganz wichtig, raus aus dieser Abhängigkeit vom Chef. Ein normales Abhängigkeitsverhältnis zum Vorgesetzten ist immer da, aber bloß nicht zu viel. Eher weniger, eher mehr auf Distanz, eher ganz korrekt meine Sachen abgeben und ihm nicht auch nur in Gedanken oder in Gesten oder in Worten oder sogar in Handlungen vermitteln, ja, ich bin der total Untergebene und du kannst mit mir machen, was du willst. Weil dann macht er auch mit ihnen, was er will. Auch im Beruflichen. Dann wird's missbräuchlich, dann wird's mobbingmäßig, dann wird's so, dass sie ausgenützt werden, dass sie dann immer der sind, der überbleibt, die sind, die dann noch Dinge tun muss, die anderen nicht tun müssen, dann wird's unfair. Und wenn sie dann sagen, bitte, ich möchte es nicht, das ist unfair, kommt dann nur ein süffisantes Lächeln, weil er schon längst weiß, dass sie von ihm abhängig sind. Dann kommen sie auch nur noch schwer raus. Sie kommen dann raus, wenn sie sich ganz klar abgrenzen und diese Abgrenzung durchhalten. Das ist die Hauptbotschaft, die ich Ihnen da geben kann. Weil wenn Sie ihm einmal einen kleinen Finger geben, er nimmt sofort die ganze Hand. Aber mit einer Geschwindigkeit, dass Sie sich gar nicht so schnell dessen bewusst werden, dass der schon längst die ganze Hand von Ihnen gefasst hat. Deshalb einem narzisstischen Chef bloß nicht zu sehr entgegenkommen. Wenn Sie jetzt da schon abhängig sind und schon in diesem narzisstischen, dependenten beruflichen Verhältnis sich befinden, wie kommen Sie da raus? Also am einfachsten ist es, den Job zu wechseln. Das wäre die einfachste, schnellste und unkomplizierteste Lösung, weil es ist wirklich ein langer Prozess, sich daraus zu schälen, weil er nämlich sie nicht loslassen wird. Er ist froh über jeden, den er abhängig gemacht hat. Das war für ihn ja auch eine Arbeit und eine Leistung. Darauf ist er stolz, dass er möglichst viele unterworfen hat. Und das gibt er nicht so schnell auf. Und sobald er merkt, irgendeine von den untergebenen Mitarbeitern versucht sich zu emanzipieren und selbstständig zu machen, wird er das mit allen Mitteln, mit perfiden Mitteln, mit nonverbalen, mit verbalen, mit Handlungen versuchen zu verhindern. Man kann das schon durchziehen, wenn man eben den Betriebsrat, die Mitarbeitervertretung auf seiner Seite hat, wenn man sich ein genaues Konzept überlegt, wie komme ich raus aus dieser Abhängigkeitsstruktur, wie kann ich meine Arbeit korrekt machen, sodass er mich nicht bedrohen kann mit Kündigung oder mit Erschwernissen in meinem Tätigkeitsbereich. Das muss ich mir gut überlegen. Aber ich kann davon ausgehen, dass wenn er mir es erschweren kann, meine Arbeit wird es tun. Einfach weil er narzisstisch gekränkt ist, dass ich es gewagt habe, mich von ihm zu distanzieren und dass ich es gewagt habe, aus meiner Abhängigkeit zu ihm rauszutreten. Er fühlt sich ja ein Stück entdeckt und entlarvt und weiß, dass ich ihn durchschaut habe. Und das will er überhaupt nicht. Er will ja nicht, dass man ihn durchschaut. Er will nur, dass er weiterhin seine Macht ausüben kann. Der Narzisst ist machtgierig und versucht immer wieder die Macht zu erweitern und noch mehr zu erweitern. Es ist nie genug und er ist super zufrieden, wenn er noch mehr Macht hat und er ist ganz unrund, wenn er merkt, irgendjemand versucht sich aus seinem Machtbereich herauszustehlen. Das will er überhaupt nicht. Daher innerlich in einer großen Klarheit versuchen, sich schadlos zu halten, rauszuhalten. Und das geht aber nur, wenn Sie vorher sich sehr gut coachen haben lassen, wenn Sie vorher eine sehr klare Sicht haben, wie Sie das tun wollen. Und Sie brauchen dann wahrscheinlich auch während dem Prozess auch noch Unterstützung, dass Sie dann nicht unsicher werden, wackelig werden und wieder zurückkippen, weil Sie denken, boah, das ist zu kompliziert, das macht mir zu viel Schwierigkeiten, ich traue mich das nicht. Wenn ich mich da gut coachen lasse, ist die Chance sehr groß, dass ich das durchhalte, dass ich genug Selbstbewusstsein habe und dass ich innerlich stark genug bin, um zu sagen, ich weiß, was ich tue, ich bin auf der sicheren Seite, ich mache nichts gegen ihn, aber ich mache auch nichts mehr, dass er mich weiterhin abhängig machen kann. Und dann geht's. Aber ich brauche da schon einen guten Selbststand, ich brauche eine sehr klare Linie, sehr, sehr klare Linie, damit ich mich da nicht verwirren lasse. Wenn jemand vorher noch nicht narzisstisch und machtgierig war, Mitarbeiter oder Chef, und es dann langsam wird,
dann kann ich als Angestellter, als Arbeiter, als eben Untergebener das sehr schnell erkennen, wenn ich mich da ein bisschen auskenne und kann sehr schnell da auch Grenzen setzen, so dass der narzisstisch gar nicht wächst. Also ich kann den narzisstisch ein bisschen abbremsen, dann ist er zwar beleidigt, weiß aber, dass ich ihn durchschaue. Und ich kann ihn so quasi am Bandel halten und im Zaum halten, indem ich sage, du kriegst von mir nur etwas, wenn ich von dir eine Ruhe habe. Du kriegst von mir nur etwas, wenn ich nicht von dir Dinge abverlangt bekomme, die ich nicht leisten will. Ich bin mein eigener Herr, ich bin meine eigene Frau, ich lasse nur das zu, was ich möchte. Und dann lasse ich dich leben. Das ist ein Stück Machtkampf. Also ich als Untergebener und der Chef, aber der Chef will ja unbedingt mein Commitment und ich sage, du kriegst mein Commitment nur, wenn du mich in Ruhe lässt. Und das ist dann so eine Art Waffenstillstand. Er ist immer ein bisschen kritisch dann auf mich, weil er weiß, er kann mich nicht ganz haben, so wie er vielleicht andere haben kann, aber er weiß ganz genau, wenn er zu viel von mir verlangt, dann werde ich mich zurückziehen. Und das will er nicht. Und daher ist es oft ganz gut, sowohl auf Kollegenschaft, also auf gleichwertiger Ebene, als auch auf untergebener Ebene, dass ich dadurch, durch dieses, ich lasse mich von dir nicht klein kriegen, ich lasse mich von dir nicht abhängig machen, dass man da ganz gut fahren kann damit. Das geht übrigens in der Beziehung leider gar nicht, weil in der Beziehung sagt man ja in der Partnerschaft, wir gehören zusammen und wir verbinden uns miteinander und haben auch eine wechselseitige Abhängigkeit. Im Job ist es nicht so. Im Job kann ich jederzeit gehen, ich bin ja kein Sklave, ja. Aber viele lassen sich versklaven. Und daher raus aus der Sklavenschaft, raus aus dieser unbewussten Dependenz, die ich erst dann nachher vielleicht bemerke und dann mir schwer tue rauszukommen. Man kommt raus, aber wirklich nur mit ganz klarer innerer Stringenz und mit einem guten Coaching. Danke für all Ihre Feedbacks auch. Freue mich, wenn Sie Ihre Erfahrungen auch auf den Kommentaren unten auch teilen. Da können wir uns gegenseitig auch unterstützen, weil ich weiß, es gibt viele, die in dem Bereich auch da leiden müssen und wirklich Schwierigkeiten haben. Danke für alle geteilten Kommentare. Alles Gute.